Herr Dr. Habeck, ich wollte eigentlich ganz anders beginnen, aber ich muss an einem Punkt ansetzen, bei dem ich sehr hellhörig geworden bin. Sie haben das Wort ökonomischen Angriff eben in den Mund gelegt. Wir haben darüber kurz heute schon gesprochen. Welche weiteren ökonomischen Angriffe erwarten Sie? Also ich habe ja schon gesagt, das Muster ist erkennbar. Die Daten, die wir haben, die die russische Wirtschaft betreffen, sind so, dass die schon hart getroffen sind. Also Inflation ist hoch und die Investitionstätigkeiten sind in über 30% zurückgegangen. Aber mein Eindruck ist, und die politische Analyse sagt, dass die russische Gesellschaft bereit ist, das noch eine Zeit zu tragen. Und ich würde vermuten, dass Gas schon der Haupthebel ist, den Putin nutzen wird. Zweiter Punkt wären Lebensmittel. Also die Hungerkrise in der Welt zu befördern, ja, um versuchen, ein Bargaining-Chip aufzumachen. Ich meine, das muss man sich ja auch mal klar machen. Das wäre ja für uns ausgeschlossen, wenn man sagt, naja, dann nehme ich halt nicht nur den Hunger, sondern vielleicht den Hungertod von ein paar hunderttausend Menschen in Kauf. Das würde ja hier, also zu was würde das denn führen? Aber ich glaube, Putin, das haben wir jetzt gesehen, hat die Ruchlosigkeit und die Brutalität, sowas zu tun. Also das sind die beiden Punkte, die ich vor allem sehe, Gas und Weizen. Inwieweit versucht denn die Bundesregierung jetzt, Sie sprachen von dem Plan, ich sag mal, noch vorausschauender zu agieren? Noch strategischer zu agieren. Das ist ein Punkt, der heute auch angesprochen worden ist. Naja, die Punkte, die wir am Sonntag beschrieben haben oder beschlossen haben, Gas raus, Kohle rein, ein Aktionsmodell für die Industrie, um Gasmengen gegen Geld nochmal aus dem Markt zu nehmen, jedenfalls das anzubieten und den Kauf von Gas über staatliches Geld. Die sind ja Maßnahmen, die außer der CO2-Bilanz noch niemandem wirklich wehtun. Es gibt natürlich andere Maßnahmen, die dann schrittweise die Not im Land oder den Druck auf die Gesellschaft steigern würden. Aber da wir da noch nicht sind, muss ich die jetzt nicht aufzählen. Ja, eine Sorge, die immer wieder im Raum steht, ist die Sorge von Cyberangriffen und in welchem Ausmaß die stattfinden könnten. Frau Nehmert, Sie haben ganz interessante Daten jetzt mitgebracht zu dieser Panel-Diskussion, was Cyberangriffe angeht. Ja, ich muss dazu sagen, die Deutsche Telekom betreibt ja eines der größten Cyber Security and Operations Defense Center in Europa für unsere eigenen Netze und die Netze unserer Kunden. Und insofern haben wir auch vor dem Krieg immer Hunderttausende von Angriffsszenarien gemonitort und abgewehrt. Bislang haben wir keine Erhöhung der Angriffsaktivitäten auf unsere Netze festgestellt. Das sage ich aber nicht zur Beruhigung, sondern selbstverständlich haben wir uns darauf eingestellt, dass das passieren wird und auch nochmal zusätzliche Maßnahmen ergriffen. Ich hatte das eben schon gesagt, die werde ich jetzt nicht im Einzelnen hier erläutern. Was wir natürlich sehen, ist eine massive Erhöhung der Aktivitäten in der Ukraine. Also insofern würde ich sagen, Cyber wäre natürlich noch ein weiterer Vektor eines Angriffes auf die westliche Welt, weil die Expertise diesbezüglich ja auch groß ist. Ja, meine E-Mail-Konten sind schon wieder gehackt. Also manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. Wie ist das bei Ihnen? Dürfen Sie sich dazu äußern, was die Aktivität von Cyberkriminalität angeht? Ja, ich glaube, wie jedes Unternehmen hier wahrscheinlich im Raum erleben wir das eigentlich seit langer Zeit, dass die Angriffe zunehmen. Das sind Riesenzahlen, die man da jeden Tag hat. Ich glaube, keiner ganz spricht darüber, was da insgesamt mal bei jemandem passiert ist. Jeder hat wahrscheinlich auch seine eigene Geschichte, aber da gehen natürlich riesengroße Ressourcen mittlerweile hin, von Geld und natürlich auch Personen. Und ich glaube, das ist key. Und wenn man physisch nicht angreifen kann, ich glaube, das ist schon eine der Dimensionen, die wir ganz stark im Auge behalten müssen. Und eine Dimension, die natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit unterm Strich, wir sprechen ja auch darüber, wie der Industriestandort stark bleiben kann, möglicherweise eben beeinträchtigt und sei es nur darum, dass viele Ressourcen da reingehen. Wir haben heute viel darüber debattiert, auch immer wieder, was Resilienz angeht und wie Unternehmen ihre Resilienz derzeit steigern können in dem Szenario, was er sehr eindrucksvoll beschrieben hat. Also wie macht man das aktuell? Was macht die Telekom? Also vielleicht einmal zum Thema Lieferketten. Was
wir eigentlich schon seit langer Zeit machen, dass wir sehen, dass wir in jeder Kategorie immer mindestens zwei oder mehr Lieferanten natürlich haben. Und seitdem sich der geostrategische Konflikt westliche Welt gegen China weiter forciert hat, geben wir natürlich auch mit allen Lieferanten ihre Produktionsstandorte durch. Den zweiten Punkt, den ich sagen möchte, wir haben vielleicht frühzeitig angefangen, und das war bei uns in der Industrie gar nicht so üblich, direkt mit den Halbleiterherstellern und nicht nur mit den Handyherstellern oder den Technologieherstellern Verträge abzuschließen, sehr langfristige Verträge. Da die Deutsche Telekom recht groß ist, wir haben Geschäft in den Vereinigten Staaten und Europa, konnten wir natürlich auch unsere Relevanz nutzen, um viel auf Vorrat zu kaufen. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann vielleicht noch ein letzter Aspekt. Es ist vielleicht manchmal gar nicht so einfach, mit der Telekom ins Geschäft zu kommen. Aber ich würde sagen, ich habe doch gelernt, gerade in Krisen kommt es darauf an, dass man auch in einem Ökosystem denkt. Und ich glaube, ein Unternehmen kann sich nicht auf Dauer auf die Kosten seiner Lieferanten nur optimieren. Ich glaube, das geht es nicht, sondern als Unternehmen muss das gesamte Ökosystem im Griff haben und langfristig gute Beziehungen aufbauen. Das wären vielleicht für mich von Lieferketten die wichtigsten Punkte. Ansonsten vielleicht noch ein Thema, was ich bei Resilienz sehr wichtig finde, ist tatsächlich das Thema Haltung. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber mit Haltung meine ich die Frage, wenn eine Krise passiert, wie bei uns die Flutkatastrophen oder jetzt als der Krieg ausbrach und wir hatten vor dem Krieg 2000 super ausgebildete Softwareentwickler in Russland. Dann haben wir die Entscheidung getroffen, den Standort zu schließen, aber den Menschen die Möglichkeit gegeben, mit ihren Familien auszureisen und an anderen europäischen Standorten lokalisiert zu werden, was viele auch gemacht haben. Und dann passieren so menschliche Dinge im Detail. Zum Beispiel, ich hätte nie gedacht, dass ich mich als Technologiechefin dann darum kümmern müsste, wie wir in der Türkei Hochzeiten zwischen homosexuellen Partnern organisieren, weil das in autokratischen Staaten nicht offizielle erlaubte Lebensgemeinschaften sind. Also dann erleben sie auch menschlich sehr viel. Und insofern glaube ich, diese Frage der Haltung, wie man mit Menschen umgeht, in solchen Krisen ist auch ein großer Faktor zur Resilienz. Was hat das mit Ihnen gemacht, auch in Bezug auf die Haltung, die Frau Nehmert gerade angesprochen hat? Also ich löse mich ein kleines bisschen von Ihrer Frage, weil mich Ihre Worte bewegen. Und ich glaube, das darf ich, glaube ich, im Saal sagen, wir haben noch nie so eine Rede beim TDI gehabt. Die geht absolut unter die Haut und ich glaube, ich darf auch sagen für den Saal, dass wir auf ihrer Seite hier stehen. Und es ist vermutlich der brutalste Angriff auf unsere Art zu leben, den wir bisher je erlebt haben, zumindest mal nach dem Krieg. Interessant ist, wenn Sie die Bertelsmann-Studie anschauen, die letzte, die hat die Überschrift Demokratie weltweit unter Druck und sagt, von 137 Staaten sind nur noch 67 Demokratien, Tendenz rückläufig, und 70 Autokratien, Tendenz steigend. Dann geht mir durch den Kopf, wenn ich Ihnen zuhöre, und ich habe auch eine Wut und ich bin auch ein emotionaler Mensch, dann muss ich eigentlich sagen, wir müssen in den Zentrum von allem, was wir tun, die Wettbewerbsfähigkeit stellen. Und zwar die Wettbewerbsfähigkeit viel breiter, jetzt nicht nur für uns als Unternehmen, es ist unsere Aufgabe als Industrie, aber auch als Gesellschaft. Die Gesellschaft ist wettbewerbsfähig in der Welt draußen. Und deswegen, ich würde gern darauf einsteigen, was Sie gesagt haben. Sie haben viele Themen angesprochen. Ich glaube, wenn wir das schaffen wollen, wir müssen priorisieren. Wir müssen priorisieren, was jetzt wirklich wichtig ist. Und wir können nicht alles gleichzeitig. Und ich muss Ihnen sagen, ich werde nervös, wenn ich sehe, was für ein Regulierungstsunami aus Brüssel kommt, wo ich mich manchmal frage, wie viel Realitätssinn da noch ist mit dem, was jetzt gerade auf uns zukommt. Und wenn ich mir dann überlege, wie wir verteidigungsfähig sein sollen, wir für unsere Werte für übermorgen, und da kommt die nächste geopolitische Krise, dann müssen wir eigentlich alles drauf legen, dass Europa stärker wird. Und das heißt, dass die Industrie stark ist und wettbewerbsfähig und die Gesellschaft. Und deswegen, ich würde nochmal auch bitten, und wir haben ja darüber auch schon ein paar Mal gesprochen, dass wir auch zu dem Realitätssinn kommen, dass wir jetzt priorisieren, was wirklich in dieser Phase wichtig ist. Und ich glaube, Sie haben viele Punkte angesprochen. Wir sind im Saal, glaube ich, bei Ihnen, dass die Klimakrise nicht warten kann. Und ich glaube, es sind viele hier im Saal, die der Überzeugung sind, wenn wir es richtig machen, dass Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz zusammengehen kann.
Da haben wir auch wirklich eine Chance voranzumarschieren. Dann fragt man sich aber natürlich zur gleichen Zeit, warum Taxonomie und Lieferkettengesetz und Chemikaliengesetz und jetzt noch mein Lieblingsthema Industry Emission Directive obendrauf kommt, wo wir jetzt auch noch an die Bestandsanlagen gehen. Ich würde Sie nochmal ermuntern, gehen Sie mit uns in den Dialog, jetzt wirklich zu priorisieren. Und dann sage ich jetzt auch Richtung Osten. Lassen Sie denen zeigen, wo der Hammer hängt. Die Zukunft ist die Demokratie. Demokratie, das haben wir heute auch immer wieder gehört, beziehungsweise sich in der internationalen Welt behaupten zu können als Staat, hängt ganz stark damit zusammen, in welchem Zustand die Wirtschaft auch ist. Was wären Ihre Anliegen, wenn es jetzt darum geht, den Industriestandort weiter zu stärken? Haben Sie noch Zeit für die Frage? Ja, ich befürchte, ich verpasse den Flieger sowieso. Ist jetzt auch egal. Nein, das ist schlagkräftige und schlanke Verwaltung. Herr Habeck, Sie hatten das angesprochen mit den x Jahren, was dauert, aber auch Genehmigung für Antennen dauert 2 Jahre im Durchschnitt. Und ich kenne alle Funklöcher mittlerweile persönlich. Und glauben Sie mir, ich jage Sie mit Hochdruck. Das muss ich hier mal sagen, das wichtigste Unterfangen. Also schlanke, schlagkräftige Verwaltung mit flexiblen Arbeitsweisen. Das Zweite, ich finde, wir können uns eine Sache bei den Amerikanern abgucken. Und das ist die Frage der pragmatischen Standardsetzung in Instituten oder in Gruppen wie NIST, die tatsächlich anwendbare Standards setzen, die dann auch verbindlich, klar und einfach für öffentliche Ausschreibungen gelten. Und ansonsten, das ist eigentlich gar kein Wunsch, den ich an die Politik und an irgendjemanden richten kann, außer an uns alle, die Leidenschaft, tatsächlich das wichtigste Problem zu lösen, nämlich Technologien und Lösungen zu entwickeln, die uns helfen, aus dieser Klimakatastrophe herauszukommen. Das als Fokus zu haben und dafür eine Innovationsleidenschaft auf breiter Front hinzukriegen, das ist aber Aufgabe für uns alle, nicht? Dass wir das hinbekommen, dass das als etwas auch gesehen wird, was mit all dieser Qual, die wir haben und all den Krisen, die wir haben, auch noch Spaß macht. Denn in diesen ganzen Krisen, die wir haben, dürfen wir die Freude am Innovieren daran, diese Lösungen zu finden, nicht verlieren. Herr Bundesminister, wie groß ist denn Ihre Sorge, dass aufgrund der Gegebenheiten, die Sie gerade beschrieben haben, der Unsicherheiten, der Schwierigkeiten auch in den Lieferketten und den hohen Energiepreisen, Innovation zu kurz kommen könnte, Innovation, die wir dringend brauchen? Eine gewisse Sorge vor dem Winter, die habe ich, das habe ich ja deutlich gemacht. Ich glaube, jeder in dem Saal teilt das. Aber es ist eben ein widersprüchliches Bild. Also unter der Oberfläche, die zerdrückt wird und zerkratzt wird und wo wir jetzt über diese ganzen Notmaßnahmen reden, passiert ja unglaublich viel. Das sieht man im Moment nicht. Aber in Ihren Unternehmen, das werden Sie besser wissen als ich, ist eine wahnsinnig hohe, nicht nur Innovationsbereitschaft, sondern Investitionsbereitschaft. So viele Leute sagen, nur drück doch endlich mal auf den Knopf und dann legen wir los. Es gibt eine gesellschaftliche, ich würde sagen, einen Konsens inzwischen auch, habe ich ja schon gesagt, in welchen Weg wir gehen müssen. Wir erleben, nachdem wir dafür, dass wir so eine starke Industrienation sind, vielleicht nicht so super darin waren, Robotik, KI und Digitalisierung nach vorne zu stellen. Wir sehen, wie wir aufholen auf einmal. Wenn man jetzt mal rausgeht aus dieser Halle und vom BDI und sich die Start-up-Szene anguckt, was da im Moment los ist, also die BDI-Unternehmen vielleicht der Zukunft, das brodelt und vibriert und die Leute haben gute Laune und die wollen was. Also da, das heißt, die Innovationskraft ist völlig ungebrochen da. Wir müssen das jetzt nur übereinkriegen. Wir müssen uns halt so lange, ein Jahr schützen, dass wir danach vielleicht sogar gestärkt und auch schlanker wie gefordert weitermachen können. Und deswegen ist es halt beides, große Sorge, aber auch ja, fast ein Erschauern oder eine Freude darüber zu sehen, was auf einmal abgeht. Mhm. Und mit welcher gewissen Risikobereitschaft das auch gegangen wird. Und wenn ich das noch sagen darf, ich weiß, ich rede immer zu lang, aber einen anderen Beruf habe ich ja nun mal nicht. Weil von jemand das eben auch ansprach, Verwaltung muss schlanker werden. Ich glaube, man muss, wenn man das Problem lösen will, ich habe ja meine Ungeduld eben deutlich gemacht, verstehen, was das Problem ist. Und das Problem ist nicht, dass unsere Verwaltung in Deutschland zu schlecht ist, zu briesig und die ganzen Leute, die in den Ministerien arbeiten, alle zu früh nach Hause gehen. Ich schwöre Ihnen, in meinem Laden arbeiten die Leute
und zwar seitdem ich Minister bin, so, dass sie nicht mehr lange durchhalten können. Die sind an der Grenze der Belastbarkeit angekommen und drüber wahrscheinlich schon in vielen Bereichen. Das Problem ist also nicht mangelnder Fleiß, sondern dass wir gerade eine zu gute Verwaltung haben. Warum ist die Verwaltung zu gut? Weil sie der Staat sind. Und das muss man verstehen, dass die Verwaltung ist im Kern Deutschland. Und wenn man den Staat repräsentiert und man ein guter Verwaltungsbeamter ist, dann macht man keine Fehler. Das ist sozusagen der Ehrgeiz der Leute. Ich schreibe keine Gesetze, die schon bei dem ersten Klagen zusammenbrechen. Ich gebe keine Förderbescheide raus, die ich danach kassieren muss. Ich mache keine Verordnungen, die, naja, so 50% stimmen und 50% nicht. Ich meine, das wäre auch fürchterlich. So, und das wozu führt, dass wenn man keine Fehler machen soll, weil man der Staat ist, dass man sich immer noch eine Schlaufe mehr ausdenkt. Und immer noch einen Risikoboden mehr einzieht. Und dann verlieren wir an Sachen. Das Problem ist also nicht, dass man zu schlecht ist, sondern dass man gerade so gut ist. Und wie kommt man da raus? Ich glaube nur durch was ganz Altmodisches. Und das ist dann auch in Ihre Unternehmen zu tragen. Das ist Verantwortung. Irgendjemand muss sagen, wenn das Risiko nicht in den Gesetzen ist, dann ist es bei mir. Und wenn man das vorlebt, und das ist das Wenige, finde ich, was den Unterschied in Ministerien macht, dann gehen andere auch in die Verantwortung. Aber das tun sie natürlich nur, wenn klar ist, wenn der Förderbescheid rausgeht oder die Baugenehmigung kommt oder die Beihilfegenehmigung oder der vorzeitige Maßnahmenbeginn unterschrieben wird und das schief geht, dass es nicht heißt, das war der Referent Karl-Otto Meyer da hinten, dritte Reihe links, sondern dass dann klar ist, das war immer der Minister, das war immer die Politik. Und das, so können auch nur ihre Unternehmen laufen, dass man sagt, wir gehen jetzt ins Risiko, wir investieren 100 Millionen in irgendwas, das kann schief gehen, aber dann sagen wir nicht, das war der Kassenwart. Und das war halt der CEO. Und wenn wir das zurückholen, dann glaube ich, haben wir die Chance, das zu machen. Aber es hat eben keine Chance, man soll nicht sagen die Verwaltung, sondern man muss sagen, die Verwaltung macht das, was politisch vorgelebt wird. Und da stehen wir eigentlich. Und das macht natürlich auch den Reiz aus, überhaupt Minister zu sein. Ja. Frau Nehmert möchte dringend was sagen. Wenn ich noch was sagen darf, ganz kurz, wir freuen uns, dass es gut funktioniert. Ich glaube, an mancher Stelle ist doch noch sehr viel Nachholbedarf in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Ich spreche aus eigener Erfahrung, weil genau das Problem gab es vor 15 Jahren so ungefähr bei der Telekom auch. Und ich sage Ihnen noch, vor 6 Jahren in der IT, wo im Detail alles vorgegeben war und im Durchschnitt hat es dann 18 Monate gedauert, bis etwas entwickelt wurde, jetzt sind es 2. Das ist richtig. Man braucht mehr Menschen, die bereit sind, den Rücken und den Kopf hinzuhalten. Aber was ich auch gelernt habe, man muss ganz dramatisch die Detailvorschriften entschlacken, damit dann die nachgelagerten Ebenen auch tatsächlich mehr selbstdenken Entscheidungen treffen können. Also insofern, wir haben da diese Wandlung von der Behörde gemacht und ich glaube einfach von den Unternehmen lernen, die diese Transformation von Behörden in ein bisschen mehr Agilität gemacht haben. Das würde ungefähr helfen. Aber ich bin bei einem Ende, es ist Kultur und Verantwortung, die mehr Menschen leben müssen und die Entschlackung der Vorschriften. Jetzt sind wir auch bei einer Diskussion um Unternehmensführung und Unternehmenskultur und Kultur in der Behörde. Ich würde gerne von Ihnen wissen, in Anlehnung an das, was er eben gesagt hat, wie viel Staat wollen Sie denn überhaupt haben jetzt gerade? Also ich glaube, dass wir gerade erleben, dass der Staat, der, wenn ich das Bild benutzen darf, eigentlich immer der Fluglotse war, im Moment gerade der Co-Pilot wird. Und an einigen Stellen ist es, glaube ich, zu viel. Sie haben gesagt, wir haben eine neue Art von Zusammenarbeit, wir haben auch eine neue Art von Verständnis und da sind wir, glaube ich, absolut beieinander. Und wenn es eine Erkenntnis, glaube ich, im Raum gibt, keiner kann fast noch irgendwas alleine heutzutage. Weil es ist unheimlich kompliziert, man braucht Kooperationen, man braucht entlang der Wertschöpfungsketten und es braucht auch Industrie und Politik. Aber ich glaube, Sie haben gerade auch von Verantwortung gebracht. Ich glaube, wir alle wollen Verantwortung übernehmen, sind es ja auch gewöhnt. Wir stehen ja auch dafür gerade. Und ich glaube, wenn wir nach vorne gestalten, auch bei der Ambition, dass deutsche Beamten deutsch sein wollen und gründlich und das alles ins Detail regeln wollen, wir brauchen Raum zum Atmen. Und wir brauchen ein praktisches Framework, wo wir sagen, das sind die Guardrails darin und das sind die Ziele. Und dann braucht man Raum, um den zu gestalten. Technologieoffenheit haben Sie auch angesprochen. Aber auch, sagen wir mal, dann diese Ideenreichtum und Innovation, die dann einfach, ja, das Frühbeet ist, dass da irgendwas hochkommt. Dafür brauchen wir Raum und dürfen nicht überregulieren. Und Sie strahlen die Bemühungen aus, auch wirklich zuzuhören und dann auch zu korrigieren. Ich würde nochmal sagen, wir müssen priorisieren, die wichtigen Themen raussuchen und sagen, bei denen müssen wir gründlich sein, bei denen müssen wir auch schnell sein, müssen beide Seiten auch Verantwortung übernehmen. Wir müssen aber dann vielleicht auch ein paar Themen zurückfahren und sagen, die haben jetzt einfach mal Zeit.
Und verstehen Sie mich auch nicht falsch, beim Green Deal sage ich halt als vierfacher Vater, als Bürger und auch als CEO, man kann ja gegen die Ziele, wie wir da leben wollen, in der Zukunft gar nichts haben. Es geht eigentlich mehr um das Wie und wie schnell und in welcher Reihenfolge als um das Was. Und ich glaube, wenn wir uns da nochmal Mühe geben, die Priorisierung zu machen und dann auch über die Detailtiefe der Ausgestaltung, ich glaube, dann kommen wir gut zusammen. Mhm. Vieles von dem, was Sie gerade angesprochen haben, ich will Ihren Applaus Ihnen nicht nehmen, will ja auch bezahlt werden. Das heißt, unter welchem Kostendruck sind Sie im Moment und wie viel Energiepreissteigerung vertragen Sie noch? Na, ich glaube, wir sind in der fatalen Situation, dass vieles natürlich im Moment nicht ganz zusammengeht. Ich glaube, die Industrie hat ein gutes erstes Quartal. Ich glaube, darf auch sagen, für viele wird wahrscheinlich das zweite gut. Wenn man dann aber nach vorne guckt, dann sieht man natürlich schon, wodurch das getragen wird. Es wird A getragen, dadurch, weil es einen hohen Auftragsbestand gibt aus Covid. Der muss abgearbeitet werden. Es gibt gleichzeitig eine Lieferkettenknappheit. Ich sage in meinem Geschäft, wir können die Preise weitergeben, weil es kein Arbitragegeschäft gibt, weil die Lieferketten nicht funktionieren. Es würde ganz schnell aus anderen Regionen Chemikalien reinkommen, die mit niederen Energiepreisen hergestellt werden und dann natürlich einen Preissturz verursachen würden. Wenn jetzt Inflation kommt, ich glaube, da kann man sich ausrechnen, dass Leute weniger ausgeben können, weniger kaufen können. Das heißt, es steht meiner Meinung nach eigentlich vor der Haustür, dass zu der Korrektur kommt. Und wenn dadurch der Bedarf runtergeht, die Lieferketten werden besser, dann geht die Pricing Power auch weg. Und dann werden wir auf den hohen Energiekosten dann auch in Schwierigkeiten haben, Margen zu erzeugen. Und dann wird es wirklich schwierig. Ich sage jetzt mal positiv, jetzt sind wir, glaube ich, mal alle froh in der schwierigen Zeit, die Sie beschrieben haben, dass das erste Halbjahr gut war. Und vielleicht das zweite deutlich schwieriger wird, ist mir lieber als umgekehrt. Die letzte Frage geht an den Vizekanzler, damit er nicht denkt, ich lasse ihn kategorisch nicht zu Wort kommen oder habe was dagegen, dass er länger, alles gesagt, was ich weiß. Dass er länger spricht. Wir haben heute auch über Atomstrom natürlich debattiert hier. Ja, Sie, Sie wissen, rollen mit noch, den Augen, ich habe jetzt 10 Sekunden. 10 Sekunden. Sie müssen ja nicht lange antworten. Wie lange können Sie sich noch dagegen wehren, dass die Atomkraftwerke hier weiterlaufen? Zumindest dann, übergangsweise. Also wenn Sie mir 2 geben, versuche ich es präzise zu machen. Erst einmal tschüss und gute Reise, wo immerhin. Rheinland. Also 15% des deutschen Gasverbrauchs waren vor dem Krieg im Stromsektor. 15%. Das meiste geht in Wärme und in Industrie. Und damit ist erstmal gesagt, dass 85% des Problems mit Atomstrom gar nichts zu tun haben. Denn wir heizen ja nicht und Sie brauchen Gas. Wir müssen Gas einsparen. Dafür machen wir jetzt schwierige Entscheidungen, Kohlekraftwerke. Für die aktuelle Situation ist diese Atomdebatte völlig unsinnig, denn die Dinger laufen ja. Würden sie da rumstehen, würde man sagen, okay, es ist Alternative, Kohle oder Atom. Aber sie laufen ja. Würde man jetzt sie länger laufen lassen wollen, also mit den bestehenden Brennstäben, müsste man sie jetzt in den Streckbetrieb nehmen. Sie müsste sie runterfahren. Das führt aber zu einem höheren Bedarf an Kohle und Gas. Das also macht netto null. Bleibt die Frage eigentlich nur, und so haben wir es am Anfang des Jahres diskutiert mit den Energieunternehmen, als wir das geprüft haben, lohnt es sich nochmal für eine nächste Phase 5 Jahre neue Brennelemente zu ordern. Und bezogen auf die Herausforderung, die Energiesicherheit, Ukraine, Russland, Gasmangellage zu begrenzen, ist die Antwort nein. Außer man überspringt die Risiko- und Sicherheitsüberprüfung, die dringend ansteht. Die Atomkraftwerke werden alle 10 Jahre gewartet, weil die Endzeit 2022 war, hat man gesagt, passt schon. Die sind jetzt seit 13 Jahren nicht in einer vertieften Wartung gewesen. Natürlich gibt es dauernd Sicherheitskontrollen, aber die eigentlich anstehende Wartung ist jetzt länger nicht durchgeführt worden. Wenn man nochmal 5 Jahre draufpackt, müsste man sie eigentlich durchführen. Dann stehen sie aber ein halbes, dreiviertel Jahr nicht zur Verfügung oder nicht unter Volllast zur Verfügung. Das ist aber genau diese Zeit, die wir brauchen, damit sie irgendeinen Beitrag leisten. Also könnte man sich auch dagegen entscheiden und sagen, okay, dann machen wir es eben nicht, wir packen neue Brennelemente rein, sind besondere Zeiten, dann lassen wir die Atomkraftwerke eben ohne diese Wartung laufen oder ohne diese verstärkte Prüfung des TÜVs wahrscheinlich dann. Und das ist dann eine politische Frage. Und die muss man sich aber auch so klar stellen von allen, die jetzt sagen, Atomkraft ist die Lösung. Wenn es einen Beitrag leistet und soll jetzt in dieser akuten Situation, dann mit einer Erhöhung des Sicherheitsrisikos. Dann haben wir in dieser Zeit die, sagen wir sagen, am wenigsten geprüften Atomkraftwerke in den letzten Jahrzehnten, in dieser Zeit.
Und ein Blick nach Frankreich zeigt uns, was passiert, wenn die Dinger nicht gut überprüft sind. Da stehen ja von 56 Reaktoren 29 nicht mehr im Moment zur Verfügung. Und ein Teil, warum wir überhaupt noch, man fragt sich ja, Entschuldigung, jetzt komme ich doch ins Rollen. Man fragt sich ja, wieso wir überhaupt noch Gas verfeuern im Moment in Deutschland bei den hohen Preisen. Und eine der Antworten ist für Frankreich, weil da auf einmal zu wenig Strom produziert wird. Und das gibt einen Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht die cleverste Idee ist und über Cybersecurity. Und wir haben ja gesehen, dass Windkraftanlagen, also Energiesysteme, aber dezentrale angegriffen worden von Hackern. Vielleicht ist es nicht die allerbeste Idee, in dieser Zeit die schlechteste Sicherheitsüberprüfung von Atomkraftwerken zu machen. Und wenn man sagt, wir wollen das haben und sie sollen einen Nutzen haben, dann sagt man implizit, wir sind auch bereit, das Risiko zu tragen. Ich habe eben schon über Verantwortung gesprochen. Genau. Meine Abwägung ist, ich bin bereit, unübliche Schritte zu gehen. Aber für den minimalen Gewinn, 15%, die wir auch anders runterkriegen können, das maximale Risiko bei einer Hochrisikotechnologie einzugehen, scheint mir kein politisch kluger Entschluss zu sein. Und deswegen sage ich, das hilft uns an der Stelle nicht weiter. Und diese Diskussion ist eigentlich geführt worden. Und wer sie jetzt nochmal aufmacht, vergisst den zweiten Teil, nämlich zu sagen, die Sinnhaftigkeit ergibt sich nur dann, wenn ich ohne weitere große Sicherheitsprüfungen den Betrieb der Atomkraftwerke verantworte. Das habe ich aber auch noch von keinem gehört. Die haben nämlich alle die Verantwortung nicht. Das heißt, im Moment gehen Sie, und das ist wirklich die letzte kurze Frage, nicht davon aus, also keine Frage mehr höre ich, aber ich höre daraus raus, dass Sie im Moment dagegen tendieren. Wir geben eine Antwort, die schmerzhaft ist, die aber das bereitstellt, was wir im Moment brauchen, nämlich die 15% Kraftwerke, die wahrscheinlich deutlich weniger sind, aus dem Betrieb nimmt, um dann Gas einzuspeichern. Diese Antwort ist gegeben und natürlich kann man die auch weiter rausnehmen, aber mein Deal ist ein anderer. Ja, wir werden jetzt mehr CO2 in die Atmosphäre geben, das ist Scheibenkleister und nicht richtig. Aber die Antwort darauf ist, dann machen wir ab 23, 24 eben die doppelte Anstrengung, um das, was wir jetzt aus Not machen, wieder einzusparen. Und das können wir, das haben wir im Kreuz, das können wir hinbekommen, wenn wir dann auch tatsächlich als Gesellschaft dafür arbeiten. Ich danke Ihnen herzlich. Ich hoffe, wir können an anderer Stelle noch mal länger miteinander debattieren. Dankeschön.